Hallo zusammen. Ich habe ja gedacht, ich könnte dem Travelers Notebook und Midori und weiß ich nicht was alles Hype entgehen. Aber nein. Ich habe lange mit mir gerungen und konnte es dann doch nicht mehr vor mir selbst verleugnen, was auch immer, dass ich doch irgendwie gerne sowas hätte. Aber ich war mir eben nicht sicher, ob ich mit diesem Format so klarkomme, weil das ja doch immer alles sehr hochformatig ist und ich ja eigentlich einen Kalender habe, dass die Frage auch aufwirft, was mache ich eigentlich damit? Und da ich nicht gleich mit dem teuersten Modell anfangen wollte, um eben erstmal auszuprobieren, ob ich dafür eine Verwendung habe, ob mir das gefällt, habe ich bei Ali bestellt. Und dieses Päckchen kam jetzt bei mir an. Es hat in den Briefkasten gepasst, das ist auch ein bisschen lädiert, aber das ist, denke ich, nicht schlimm. Und ich würde es gerne mit euch zusammen auspacken. Vorab kurz, und zwar, ich habe bestellt in dem Shop Modern Handwritten Store. Ich habe mich nicht verschrieben, das heißt nicht modern oder so, sondern das wird wohl wirklich so geschrieben. Und zwar in der Größe 175 x 110 mm in der Farbe Wine Red. Da habe ich sehr mit mir gerungen, weil ich auch die Coffee-Variante sehr schön fand oder die schwarze. Aber ich wollte das dann eigentlich ausprobieren und bin sehr gespannt, ob die Farbe wirklich schön ist, weil ich es eigentlich nicht zu rot wollte. Aber es hat immer so leicht rot geschimmert auf den Bildern und das fand ich sehr schön, da bin ich sehr gespannt. Bezahlt habe ich für das Ganze 18,62 Euro und angeblich wiegt das alles 320 Gramm. Ich weiß nicht, ob mit oder ohne Einlagen. Keine Ahnung, ehrlich gesagt, es stand da einfach als Gewicht und ich kann sowas auch ganz schlecht schätzen. Aber dann wollen wir das Ganze doch jetzt mal auspacken. Also, hier außen ist schon so ein Ersatzgummi mit dabei, was sehr praktisch ist. Und der hat auch schon eine sehr schöne Farbe, das Rot. Das gefällt mir sehr gut schon. Ja, und dann, da gab es einige Goodies dazu, also hier auch nochmal ein Ersatzband, dann ein Stifthalter, ein Stift selbst, das probieren wir dann gleich mal aus, dann so Visitenkarten-Einlagen. Dann Anhänger, wobei ich staune, weil man durfte sich dort, also standardmäßig war es wohl dieses Flugzeug und man durfte dann sich aber auch einen anderen Charm aussuchen und ich dachte eben anstelle des Flugzeugs. Aber irgendwie habe ich jetzt beide bekommen. Ich weiß nicht, ob das immer so ist, also keine Ahnung. Dann diese Sticker, die erinnern sehr an die vom Teddy, die es da auch gerade gibt. Und dann das Schätzchen selbst. Kommt hier in so einem Stoffbeutel, aber der ist jetzt auch, also es ist schön, dass es gut geschützt ist, aber er ist jetzt auch nicht wirklich schön, dass ich sagen würde, ich würde ihn jetzt immer da drin aufbewahren, also hübsch ist der nicht. So, und jetzt tada! Oh ja, oh ja, die Farbe ist so, wie ich sie wollte. Also, dass es eigentlich braun aussieht oder schwarz und dann aber eben diese roten Akzente hat, auch dann, wenn das Leder mal nicht ganz gleichmäßig ist, dass das da so durchschimmert. Okay, man sieht jetzt schon mal jeden Abdruck. Also erstmal die Farbe gefällt mir wirklich sehr gut, da bin ich sehr erleichtert. Dann vom Gefühl her, also es ist richtig weich, aber es fühlt sich eben auch noch so speckig an. Also ich glaube, das sagt man bei Leder. Und
vorab, also ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich echtes Leder oder Kunstleder ist. Also bei dem Preis hätte ich jetzt eigentlich gesagt Kunstleder. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie man das erkennt. Ja, keine Ahnung. Wenn jemand eine Idee hat, sagt mir gerne Bescheid. Also wie gesagt, er fühlt sich eigentlich gut an, aber eben auch so ein bisschen speckig. Er riecht auch noch ein bisschen künstlich. Dann ist es wahrscheinlich schon Kunstleder. Oder eben das, mit dem es eingerieben wurde. Also er riecht wie neue Schuhe. Ja. Und da sieht man... Oh, toll. Und da sieht man jetzt auch natürlich irgendwie jeden Fingerabdruck gerade. Aber ich denke, der wird sich eh abgreifen und nicht so glänzend bleiben. Und das ist ja aber auch etwas, was man gerade bei diesen Ledereinbänden eigentlich dann gerne hat, dass das Leder eben mitlebt. Also einen fetten Kratzer fände ich jetzt schon ein bisschen schade, wenn der da drauf käme. Aber grundsätzlich ist es okay und ich habe jetzt hier auch noch nichts gesehen. Also doch, hier sind schon so Kratzer. Könnt ihr das sehen? Da. Da. Aber ich denke, das ist auch nicht schlimm, weil das werden einfach noch weitere dazukommen. Und ja, die Größe, genau, also es gibt in diesem Shop und, also okay, von vorne. es gibt diese Bücher ja in verschiedenen Ausführungen, in verschiedenen Shops, in verschiedenen Größen. Und ich habe mir wirklich sehr schwer damit getan, erstmal mich für eine Größe zu entscheiden. Also ich wollte eben nicht diese extrem Hochformate, weil das einfach irgendwie ein Format ist, mit dem ich mich überhaupt nicht bisher beschäftigt habe und deswegen überhaupt nicht weiß, wie gut ich damit klarkomme, weil ich mag gern Querformat, auch bei der Fotografie irgendwie. Und deswegen finde ich A5 immer sehr angenehm, weil das im offenen Format zumindest sehr querformatig ist. Und wenn ich den jetzt aufklappe, glaube ich, ist das kein so, also ist vielleicht ein Quadrat. Werden wir dann sehen. Jedenfalls, genau, dann zu klein wäre natürlich gut für die Tasche, um ihn wirklich, wenn man ihn als Traveler's Notebook bei Ausflügen benutzen und mitnehmen möchte, wäre das sehr praktisch, weil er klein ist. Aber ja, je nachdem, was ich jetzt damit mache, wäre es mir eben vielleicht zu klein. Ich weiß es nicht. Und das war die mittlere Größe. Die habe ich euch ja schon kurz gesagt. Und wer sich fragt, also die direkten Midori Travelers Notebook, das ist nicht das gleiche Format. Und es gibt wirklich welche, die sind so geringfügig unterschiedlich. Also in anderen Shops, wo dann mal 180 mal 105 oder so ist. Ja, dass es da, denke ich mal, schwierig ist, wirklich so eine Art Standard zu definieren. Außer man geht jetzt wirklich von den, ich sag mal, teuren Midoris aus. Auch gerne mal... Ich habe noch nicht so ganz verstanden, ob es einen Unterschied zwischen Traveler's Notebooks und Midoris, Doris, was auch immer gibt. Ob das nur an der letztendlichen Verwendung zum Schluss definiert wird, ob ich das jetzt mit auf Reise nehme und darin meine Reisen dokumentiere oder ob ich es als Kalender nehme oder ob es daran liegt, wo man es kauft, bei welchem Shop. Also wenn man direkt hier bei Midori das kauft oder es gibt da ja noch diverse andere Shops oder auch, glaube ich, bei Dani Pois gibt es welche und bei Giro Kreativ. Also da gibt es ja ganz viele Bezugsquellen mittlerweile. Und ja, ich habe keine Ahnung, ob sich diese wieder die wirkliche, das Namensdigma ist, ja, dass ich da nichts Falsches sage. Also ich bin da noch kein Experte und
korrigiert mich gerne, wenn ich irgendwas Falsches sage mit den Begrifflichkeiten. Aber jetzt, genau, dazu. Ich habe mich für dieses Format entschieden, weil es mich dann doch, zumindest im geschlossenen Zustand, ein bisschen an A5 erinnert hat, wenn auch kleiner, aber im Verhältnis sozusagen am nächsten dran. Aber habe ich den jetzt gerade selber da reingemacht, diesen Kratzer? War der vorhin auch schon da? Oder bin ich da jetzt gerade irgendwo mit dem Fingernagel? Ja, okay. Also wenn ich da mit dem Fingernagel drüber gehe, sieht man das sofort. Und das ist auch nicht, ich streiche mal in eine andere Richtung. Oh je, okay, da wird sich sehr schnell abgreifen. Also ich bin mal gespannt, wie der leben wird. Wie gesagt, das war jetzt kein super teures Ding, wo ich dann hinterher ganz traurig drum bin. Aber dass das so schnell geht, dass ich da jetzt mit dem Fingernagel gleich einen Kratzer in das... na gut. So ist es. Machen wir das doch mal auf. Also hier ist so ein Bändchen dran, gleich mit so einem Schutz. Da sieht man auch... Aber das sieht man innen, glaube ich, auch. Ja. Hier innen ist es so... Rauleder, Wildleder ähnlich. Das ist ja auch blöd. Was macht man denn, wenn man da jetzt schreiben will? Wenn man es nicht rausnimmt mit diesem Ding da, das ist ja immer irgendwie im Weg. Wenn sich das jetzt hier mal so einklemmt. Also ihr seht schon, ich habe keine Ahnung von den Dingern. Deswegen soll es eigentlich jetzt auch bloß ein Bericht sein, wie die sind, die ich dort bestellt habe, falls sich das jemand fragt, wie die aussehen und so weiter. Aber ich bin jetzt kein Experte, was diese Art von Notebook betrifft. Also hier drin gefällt mir die Farbe auch sehr gut. Was mir jetzt auf Anhieb erstmal nicht so gut gefällt, sind diese zwei Flecke. Ja, wir hatten es gerade mit Leben und dass ich das alles immer noch irgendwo... nicht ganz akkurat bleiben wird, aber die sind jetzt schon sehr dominant und sehen halt eher nach Flecken aus und nicht nach im Leder oder so irgendwas. Also ich denke mal, dass die sind schon so günstig, weil das wahrscheinlich Ausschuss an einer bestimmten Stelle ist. Boah, also hier ist es jetzt echt eigentlich sauber, aber der nimmt schon sehr schnell alles an. Okay, also, ja genau, also die zwei Sachen finde ich jetzt nicht ganz so toll. Hier gibt es eben auch keine Taschen innen, wie zum Beispiel, glaube ich, bei dem von Giro Kreativ. Da sind dann hier ja noch, wie man es halt aus einem Filofax oder so kennt, innen noch Taschen. Aber dafür hat man dann zum Beispiel sowas. Und dann, das war auch sehr gut, man konnte sich in dem Shop tatsächlich, also es waren drei Einlagen, so wie sie jetzt hier sind, dabei. Und man konnte sich aussuchen, welche Notizhefte man gern möchte. Und ich habe angegeben, dass ich gern zweimal Kraftpapier hätte und einmal Blanko. Und das ist auch so gekommen. Das ist schon mal sehr schön. Da sind auch wirklich sehr viele Seiten drin. Also ich denke mal, wenn man da jetzt auch noch was einklebt und so, man sieht auch, wie sich das hier so vorschiebt. Ich weiß nicht, ob das bei allen ist, wahrscheinlich schon. Irgendwo muss es ja hin. Man kann das hier vielleicht noch so ein bisschen reinquetschen, aber das wird sich wahrscheinlich eh wieder weiter vorschieben dann. Also ich kann mir vorstellen, dass die, wenn man die alle drei benutzt, das wirklich ein bisschen zu dick wird irgendwann. Und man das entweder gegen ein anderes Heft eintauscht oder nur zwei benutzt. Wobei, also ich sehe ja dann auch immer die ganzen Moppel, wie sie immer so schön genannt werden, von den anderen. Und die sind ja wirklich, riesig. Aber je nachdem eben, ob man es mit sich rumtragen möchte oder nicht. Also die Größe ist schon so für sich, finde ich, so schwer, dass ich mir überlegen würde, ob ich den jeden Tag mit... Nee, würde ich nicht. Also sage ich ganz ehrlich, nein, würde ich nicht. Auf einer Reise vielleicht, aber da hat man dann auch immer so viele andere Sachen noch dabei. Ich meine, wenn ich jetzt mit dem echt zufrieden bin, dann kann ich mir noch überlegen, ob ich mir die kleinere Variante davon kaufe noch. Die hat dann Passport-Size, glaube ich, war das, ja. Die ist dann wohl irgendwie so hoch wie ein iPhone, so vielleicht, glaube ich.
Und wenn man da bloß zwei Hefte oder ein Heft reinmacht, wirklich für die Reise, das kann ich mir dann schon eher vorstellen, dass ich das mitnehme. Und wenn ich da jetzt zufrieden bin, dann stelle ich da vielleicht noch ein. Jetzt dann natürlich wieder die Frage, okay, möchte ich dann die gleiche Farbe, damit der kleine dazu passt? Oder weil ich mir eh eigentlich auch gern die Coffee-Variante gekauft hätte, nehme ich den kleinen dann in der Coffee-Variante. Was würdet ihr denn machen? Also ich glaube, es wäre schöner, wenn der dazu passt, oder? Ach, hier hinten habe ich noch gar nicht geschaut. Ja, hier ist nur so ein kleiner Fleck, aber das ist okay. Also hier hinten ist okay. Also ja. Sagt mir gerne mal, ob ihr findet, der muss dazu passen. Dann war hier auch noch zu diesem Notebook ein Folder dabei. Ich kann den ja mal rausnehmen, für die, die das vielleicht auch noch nie gesehen haben. Also das basiert eben auf diesen Gummis, sodass man seine Einlagen einfach immer rein und rausnehmen kann. Und wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, ich müsste jetzt hier auf die Seiten schreiben, das wäre auch echt irgendwie, glaube ich, unbequem, dann würde ich mir das ganze Heft einfach rausnehmen und so auf dem Tisch dekorieren. Ich mache das jetzt mal hier. Gucken, wie das ist. Ja gut, in der Mitte ist natürlich super. Jetzt schon sehr viele Seiten drin und auch nicht zu dünnes Papier. Also ja, das geht schon. So geht es. Aber eben hier drin wäre es unangenehm. Und dann hat man hier eben diese Gummis und dadurch die Möglichkeit, drei verschiedene Hefte da einzuklemmen. Und mit diesen Ersatzgummis, also die sollen wohl, denke ich, schon dafür sein, dass wenn mal einer reißt, dass man das dann hier einspannen kann. Genau, der müsste das sein. Und der könnte, der ist für hier, ne? Ja. Okay, der ist für da außen. Genau. Ach, jetzt muss ich das hier wieder so einklemmen. So. Und dann hat man aber, wie gesagt, das Ding noch. Da hat man dann diese Taschen. Wenn ich die jetzt ganz hier durch alle geht es. Weil die hatten das ja jetzt da in der Mitte schon drin. Aber wenn ich sowas haben wollen würde, dann ja, denke ich mal, außen. Aber dann kann man sich hier nicht so ein. Ja, okay, das ist schon sehr. Das ist nicht direkt dafür gemacht, die. Am Rücken ist es nicht breit genug gefalzt, als dass es alle drei Bücher gut umfasst. Na gut, dann denke ich mal trotzdem, entweder vorne oder hinten würde sich das am ehesten eignen. Aber vielleicht nehme ich da auch echt eins raus schon gleich. Ich das gleich rausnehme. Also, es wird vielleicht auch nochmal, es soll ja jetzt kein Setup werden, tut mir leid. Das sind jetzt halt so meine ersten Gedanken, nachdem ich das ja jetzt auch das erste Mal wirklich sehe und in den Händen habe. Wenn ich mich dann dazu entschlossen habe, was ich tatsächlich damit mache. Gott, ist das richtig? Ich das gleich kaputt mache hier, das ist richtig. Oh Mann. Ja, wenn ich mich dazu entschlossen habe, was ich damit. Hoffentlich rauscht das jetzt hier nicht immer so viel. Wenn ich mich dazu entschlossen habe, was ich damit mache, wird es vielleicht auch ein Setup oder sowas geben. Aber dafür muss ich erstmal wissen, was ich damit überhaupt mache. Weil so oft verreise ich nun auch wieder nicht, dass sich das lohnt, es nur dafür zu benutzen. Kalender habe ich eigentlich. Deswegen denke ich nicht, dass ich da umschwenken werde. Vielleicht wird es wirklich so eine Art, einfach nur so eine Inspirations Kleberei, Deko, weil ich habe eh so einen kleinen Notebook-Struggle, weil es einfach zu viele habe. Und ich habe eine Art Tagebuch, ich habe ein Inspirationsbuch, ich habe ein aktuelle Projekte-Notebook, ich habe einen Kalender. Also es braucht kein Mensch. Was mache ich halt damit jetzt?
Also er ist echt schön und ich möchte ihn auch benutzen, aber für was? Gerne mal Vorschläge von euch an mich, wenn ihr ihn nicht als Kalender oder als Reisetagebuch benutzt. Was macht ihr dann damit? Das würde mich interessieren. So. Ich will das jetzt auch nicht zu lang werden lassen. Ich höre jetzt mal auf, über mich zu quatschen und packe jetzt einfach noch die anderen Sachen aus, die da dazu waren, dass ihr die noch seht. Und dann, ja, war's das. Ich musste eigentlich auch nach hinten. Naja, gut. Ich wollte ja jetzt nicht das Setup machen. Also das spannt man dann auch jedenfalls so ein. Hat hier zwei Fächer von beiden Seiten. Ah, hier ein großes und hier zwei kleinere abgeteilte. Und hier eins für Kleinteile, Stifte vielleicht nicht, aber Büroklammern oder so, als Tasche. Es ist sehr praktisch, allerdings halt in Plastik und macht irgendwie so die Optik hier so ein bisschen kaputt, finde ich, wenn das da drin ist. Da hinten wäre es okay, aber da müsste ich ja den hinteren Gummi nur dafür opfern. Ich glaube, ich gucke mir mal noch ein paar andere Setups an, damit ich da auch besser durchsehe. Ich glaube, das ist der Stiftehalter, ja. Der dann wahrscheinlich hier. Oh Gott, wenn ich das jetzt daran mache, zerkratze ich mir 100 pro die Stellen. Ja, aber jetzt schon. Weil der ist auch echt super eng. Also grundsätzlich toll, dass da sowas dabei ist. Auch weil es eben dann in der Farbe einfach passt. Aber ich glaube, das überlege ich mir noch, ob ich den ranmache. Dann den passenden Stift. Der sieht so ein bisschen aus wie so ein Indianer. Hackebeil. Also einfach nur so von der Art, wie es gemacht ist, hier mit der großen Naht. Aber mal gucken, wie der schreibt. Oh Gott, aber ich glaube, ich würde den so auch nicht halten wollen. Der hat hier auch noch so eine Wachs-Schutzkappe dran gehabt. Ah ja, also es ist auch ein Kuli, also kein... Oder ist das ein Kielstift? Nee, ist ein Kuli. Also er schreibt eigentlich gar nicht so schlecht, weil er eine sehr feine Mine hat. Aber das Halten in dieser ja, Halterung eben, das wäre mir, glaube ich, zu... Der ist ja, glaube ich, auch festgeklebt drin. Ja, ich glaube schon. Das wäre mir zu klobig, also das kann ich nicht halten. Ja. Also ich denke, das würde ich nicht... beides benutzen, aber trotzdem ja nicht schlecht, dass es dabei ist. So, die Sticker werde ich jetzt, glaube ich, nicht auspacken. Genau, hier könnt ihr die Motive sehen. Das ist eben in dieser Briefmarkenoptik ausgelegt dafür, glaube ich, dass man es eben als Reisetagebuch benutzt. Und dann mal noch die Charms. Also da gab es eben verschiedene neben dem Flugzeug. Und ich habe mich dann noch für diesen Kompass entschieden. Also es gab auch noch eine, war es eine Weltkugel? Ich glaube, die fand ich nämlich auch noch sehr schön. Aber der war für mich noch sehr neutral. Nicht nur Reisen, sondern auch, also wenn man jetzt als Tagebuch benutzt oder so, kann man ja auch ein bisschen metaphorisch das sehen, wo befindet man sich und keine Ahnung. Fand ich jedenfalls noch am neutralsten mit, weil die anderen Motive haben mir dann nicht mehr so gefallen, die es da noch gab. Und das Flugzeug war eigentlich schon sehr schön. Also, aber das war dann für mich eben auch mehr Reisen, also noch stärker als der Kompass irgendwie. Und ich glaube, soll man das nicht... Ich wieder... Also ich muss mir da echt irgendwie nochmal was dazu anschauen. Ich habe mir selten Videos angeguckt bisher, weil ich mich eigentlich nicht anfixen lassen wollte. Aber so viel dazu.
Ich weiß nicht, ob man das vielleicht dann hier auch umspannt und oben einen Knoten ran macht, damit das hier so raushängt. Aber da habe ich ja dann das Gebammel schon. War das nicht eigentlich immer hier irgendwie bei dem anderen dran? Aber das zerkratzt das ja dann auch wieder so stark. Und ich dachte, wenn, dann war das wahrscheinlich auch hier. Na gut, okay, das kann man ja machen. Man hat ja hier diese anderen Ringe. Insofern, also den, da ich den jetzt einfach so ohne Zange biegen konnte, ist das auch nicht besonders sicher, wenn man ihn jetzt in der Tasche hätte, dass er dann da so dran ist. Aber da bin ich mir noch nicht sicher, ob ich das gut finde. Ich glaube nicht. Na, das werde ich noch entscheiden. Oh Mann, also man sieht jetzt schon, wie der allein in der Zeit, wo er jetzt hier bei mir einfach nur lag, und der eigentlich kaum benutzt wurde, schon warum mache ich das jetzt hier nicht auch ab? Schon seine Spuren bekommen hat. Also das geht wirklich schnell und ja, bin gespannt. So, ich glaube, das war alles, was in diesem Päckchen drin war. Ich bin doch trotzdem sehr zufrieden. Ich meine, die Sachen, wie gesagt, würde ich jetzt wahrscheinlich nicht benutzen, aber das heißt zum Beispiel nicht, dass ich den nicht an einem anderen Notebook noch verwenden kann, bloß ich habe halt Angst, dass ich dann hier mega Kratzer reinmache durch das Metall. Aber ganz ehrlich, also das, was ich dafür bezahlt habe, hätte ich für den schon bezahlt und dass dann jetzt auch noch die Inserts da drin sind und der ganze Kram, da ist es nicht so schlimm, wenn ich das vielleicht nicht so gut finde. Also nochmal zur Erinnerung. Also ich bin sehr zufrieden. Ich muss mich jetzt einfach noch damit beschäftigen, was ich damit tatsächlich machen will, was da reinkommt. Und mehr kann ich dann wahrscheinlich erst sagen, ja, wenn er eine Weile bei mir und mit mir lebt. Also sagt mir gern, ob ihr auch einen, wie sage ich das jetzt, einen Dory, ich sag das jetzt einfach mal so, habt, besitzt und wofür ihr ihn verwendet, ob ihr sonst noch irgendwelche Tipps, Tricks, irgendwas habt. Ja, dann freue ich mich, dass ihr zugeschaut habt. Den Shop und so weiter verlinke ich alles unten in der Infobox und da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Aber es gibt, wie gesagt, diverse andere. Ich kann jetzt eben nur euch das zeigen, was ich direkt von dort habe. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.